Moin moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, bei dem ich gerne dir die Flysurfer Force Bar vorstellen möchte. Und tatsächlich ist jetzt ein Jahr seit dem Release fast vergangen und ich habe mit diesem Video wirklich lange gewartet und das tatsächlich auch aus einem sehr guten Grund. Falls du mal den Flysurfer Soul Test Bericht von mir gesehen hast, da hast du ja auch dann gesehen, dass ich gesagt habe, dass die Vorgängerbar, die Infinity Bar, ein Verschleiß innerhalb kürzester Zeit aufweist, wo ich sage, hey, das geht nicht, ey, da muss Flysurfer echt ran. Ich hoffe, dass Flysurfer in nächster Zeit echt was Neues auf den Markt bringt. Und neben nicht schön geht es auch nochmal um Funktionalität. Die Bar erfüllt definitiv ihren Zweck und ich habe damit auch keine Reklamation. Jedoch, wenn wir uns die Bar mal anschauen, die ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Flysurfer hat das Video auch gesehen und ich möchte mich an der Stelle bedanken, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, ziemlich früh die Flysurfer Force Bar tatsächlich schon als Prototyp testen zu dürfen. Und wir waren damit wirklich viel jetzt auf dem Wasser und damit ich heute nichts Falsches erzähle, wollte ich mit diesem Video ganz einfach warten. Bei dem Vorgängermodell konnte man sehen, dass innerhalb von tatsächlich sogar manchmal nach einer Session, die eine Dauer von 45 Minuten hatte, konnte man sehen, dass das Gummi sich hier drunter abgelöst hat. Die Bar war über ein Jahr im Einsatz. Man kann auch, und das habe ich auch damals gesagt, erkennen, hier unten das Gummi geht ziemlich schnell auf, das bleibt dann aber auch in der Regel so. Und wenn wir uns hier mal die Line anschauen, das ist tatsächlich, die Bar war wirklich nicht geil und die Schwimmer haben sich hier an der Seite aufgeschnitten. Ey, das war nicht gut und das habe ich damals ja schon gesagt, ne? Und heute schauen wir uns die Force Bar mal im Detail an. Flysurfer ist für mich definitiv einer der Innovationsführer in der Kite-Industrie. Das merkt man ganz besonders, wenn man die Sachen etwas länger im Einsatz hat, dass sie hier und da nochmal so ein paar Extras hat, die man sonst woanders nicht wiederfindet. Bei den Tube Kites ist es das Self-Launch-System, mit dem ihr euren Kite sehr sicher alleine auch starten könnt. Bei dem Radical 6 Kiteboard ist es die Outline des Kiteboards, die wirklich eine Innovation gewesen ist. Und natürlich auch bei der Bar gibt es hier und da ein paar Kniffe. Ich will nicht zu viel verraten, aber zum Beispiel auch die Pigtails sind seit Jahren, was das Lösen der Line von einem Kite angeht, auch bei Kälte, wirklich so das, wo ich mir wünschen würde, dass das alle tatsächlich auf diese Art und Weise machen würden. Überraschend war es dann für eine für mich innovationsstarkes Unternehmen, dass sie sich für dieses Quick Release entschieden haben. Hier hat sich Flysurfer sich wirklich dafür entschieden, den bewährten, sicheren Weg zu gehen. Das Quick Release ist genau das gleiche, was ihr auch beispielsweise bei der Duoton Bar wiederfindet. Und zwar, wenn ihr hier euch das Quick Release anschaut, es hat eine Signalfarbe. Es ist ergonomisch so geformt, dass ihr das hier mit der Kante hier oben auch mit angezogenen Handschuhen im Winter sehr leicht öffnen könnt. Und wenn ihr hier dran zieht, dann öffnet sich das sehr zuverlässig und der Kite kann mit der Single Frontline Safety sehr leicht in die Safety hineinfallen, also die Leine lässt sich sehr leicht rausziehen. By the way, der Ring ist groß genug, um ihn auch direkt hier einmal rüberschieben zu können, für alle, die im Semi-Suizid-Modus kiten wollen. Um das Ganze zu verschließen, haltet ihr jetzt einmal den Chicken Loop hier dran, betätigt den Hebel und könnt das Ganze wieder verschließen. Ihr habt zum einen einmal hier so einen Hebel, ne? Und wenn man das Ganze öffnet, dann, jetzt hat es funktioniert, stellt sich der Hebel schief in das Quick Release hinein und das Quick Release bleibt geöffnet, so dass hier ein Spalt aufbleibt, wo ihr jetzt den Ring reinsteckt. Jetzt könnt ihr mit der anderen Hand hier rauf, mit dem anderen Finger hier drauf drücken, das Quick Release nach oben schieben und das Ganze verschließen. Wenn wir jetzt aber das Quick Release seitlich öffnen, aufgrund von der Schwerkraft, verschließt sich das Quick Release wieder. Es ist nicht wild, aber man sollte einfach wissen, dass es diese Situation gibt. Und zwar öffne ich das jetzt mal und jetzt ist hier kein Spalt mehr, weil der Hebel einfach wieder reingefallen ist. In diesem Fall haltet ihr ebenfalls
euren Chicken Loop hier dran, dreht es, öffnet das Quick Release. Jetzt ist der Hebel einmal umgefallen. Ihr drückt mit einem Finger auf den Hebel drauf und könnt das Ganze wieder sicher verschließen. Und wenn wir jetzt bei der Bar etwas hochgehen, dann sehen wir hier einmal, dass wir hier eine PU-Ummantelung bei den D-Powerline haben, was den Verschleiß der Bar um ein Vielfaches minimiert. Und was nicht in den PU-Line enthalten ist, ist die Single Frontline Safety, die hier einmal separat durchläuft und die ihr auch als Ersatzteil direkt im Lieferumfang nochmal einmal kostenlos extra mit dabei habt. Wenn wir uns jetzt den Barholm anschauen, ist es wichtig, das erste, worauf ich dann geachtet habe, war, wie breit hier das Kunststoff ist, bis dann halt die Gummierung von dem Griff losgeht. Das ist breiter als beim Vorgängermodell und hat dann damit auch den Verschleiß um ein Vielfaches minimiert. Wenn wir uns die Form von dem Barholm mal anschauen, stellen wir auch fest, dass FlySurfer einfach seine Gene und seinen Fokus aufs Freeriden und auf Race ausgelegt hat. Und nicht auf die Kategorie Freestyle, obwohl FlySurfer ja auch das FlySurfer Rush Twin Tip Kiteboard anbietet für alle, die am Freestylen sind. Und natürlich auch den Stoke Kite könnt ihr auch sehr gut für Unhooked Manöver und auch in der Welle benutzen. Überraschenderweise wird der Barholm zur Mitte hin etwas breiter. Das bedeutet, dass man intuitiv die Bar etwas breiter greift, also nicht so zur Mitte hin, was hier sehr viel Komfort beim Freeriden bietet. Wenn wir jetzt zu den Barenden hingehen, werden wir auch hier feststellen, dass FlySurfer sich für eine sehr gute Polsterung, große Polsterung der Barenden mit EVA, mit einer EVA-Gummierung entschieden hat. Anders als bei anderen Herstellern, wir können jetzt hier, wenn wir die Barbreite verstellen wollen, aber auch die Länge der Backlines verstellen wollen, können wir nicht einfach hier reingreifen und das öffnen, das funktioniert nicht. Und das ist so das, was ich meinte, dass FlySurfer auch hier und da so ein paar Knöpfe hat, die andere nicht hat. Und zwar habt ihr hier auf der Ober- und Unterseite Knöpfe, die ihr betätigen müsst. Und jetzt, ich hoffe, ihr konntet das sehen, schaut mal, ich drücke mal diesen Knopf. Und jetzt konntet ihr das vielleicht sehen, ist das hier aufgesprungen. Ihr könnt das Ganze hier mit etwas Kraft, weil es jetzt noch neu ist, rausziehen und jetzt entweder drehen und wieder einstecken. Dadurch habt ihr die Breite der Bar verstellt oder ihr könnt hier die Leinenlänge noch ein wenig verstellen. Ebenfalls am Barende im Design perfekt integriert, könnt ihr hier diese Gummibänder sehen, um halt eure Leinen an der Bar zu befestigen, wenn ihr sie wieder aufgewickelt habt. Das ist tatsächlich eine wirklich saubere Lösung, weil wir hier nie die Gefahr laufen, dass wenn wir die Bar wieder zusammensetzen, ziehe ich ja hier die Leine wieder rein. Bei der North Bar beispielsweise kann es vorkommen, dass wenn man die Leine hier reinzieht, dass dieses Gummi unter den Schwimmer mit drunter rutscht. Das kann hier bei der Lösung nicht passieren. Wenn wir uns die Schwimmer anschauen, so haben wir halt auf der linken Seite die orange Farbe und auf der rechten Seite die Petrolfarbe. Designmäßig super edel gelöst. Beim Adjuster können wir sehen, dass es ein, ja, Adjuster ist, wie ihn ganz viele andere auch benutzen. Ihr könnt hier mit der Schlaufe ganz leicht den Adjuster erreichen. Und wir haben hier ein Gummiband, sodass wenn ihr das loslasst, schnallt das Ganze nach oben und bleibt hier oben. Wir haben hier kein Magnet oder irgendwie ein anderes System, wo wir das Ganze hier ankletten können. Das bedeutet für alle, die gedepowered fahren, die haben dann hier so ein kurzes Benzel. Einfach was hier runter schaut. Wichtig zu wissen für alle mit kurzen Armen, ihr habt die Möglichkeit mit ein bisschen Gefummel und ein bisschen Zeit den Adjuster in seiner Höhe zu verstellen. Wenn wir jetzt die Line etwas weiter nach oben gehen, können wir auch über die Line sprechen. Die Leinenlänge beträgt 20 Meter in der Standardausführung, wenn ihr die Bar geliefert bekommt und ihr habt die Möglichkeit, 3 Meter Leinen daraus zu entfernen und mit 17 Meter Leinen zu fliegen. Tatsächlich ist das für mich das beste Setup, um den FlySurfer Sold Kite zu fliegen. Wenn wir uns die Pigtails anschauen, wir haben jetzt mal das Pigtail der Bar an das Ende von einem FlySurfer Sold Kite angeknüpft. Und hier könnt ihr entdecken, dass wir hier eine kleine Leine haben. Das ist jetzt nicht neu, das hatte FlySurfer bei den Vorgängerbars auch, aber das ist etwas, was FlySurfer auch wirklich einzigartig macht. Und zwar, selbst wenn das Ganze mal so richtig, richtig stark
festgezogen ist, habt ihr hier einmal den Ring und diese Leine. Und selbst im Winter, wenn es arschkalt ist und ihr kaum Gefühl in den Händen habt, könnt ihr hier dran ziehen an dieser Leine und ihr könnt sehen, dass die Schlaufe super leicht wieder aufgeht. Das ist jetzt, ihr werdet sagen, ja komm, das ist jetzt auch nicht richtig festgezogen, stimmt. Aber ich kenne es aus der Praxis und die Flysurfer-Piloten können auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie komfortabel das Ganze funktioniert. Also die Kombination aus diesem Ring mit dieser Schlaufe hier ist zum Öffnen von dem Ganzen wirklich ein absolutes Gimmick, was den Komfort um einiges erhöht. Das waren die technischen Fakten zur Flysurfer Force Bar und ich bin froh darüber, dass die Tests der letzten ungefähr 12 Monate gezeigt haben, dass Flysurfer die Probleme aus der Vergangenheit endlich vom Tisch hat. Die Schwimmer reißen nicht mehr ein und die Gummierung unterhalb von den Barhäumen löst sich nicht innerhalb der allerersten Kite-Session fast irgendwie um 1 Zentimeter auf. Was allerdings nicht bedeutet, dass die Gummierung nicht beschädigt werden kann. Egal für was für eine Bar, von welchem Hersteller auch immer ihr euch entscheidet, die Gummierung vom Barholm kann immer beschädigt werden und die kann sich immer mal wieder auflösen. Wir haben bei einer Bar, was ein Sportartikel ist, eine mechanische Belastung. Wir haben eine Belastung durch die Temperaturen, wenn eine Bar im heißen Sand über mehrere Stunden mal abgelegt wird. Wir haben die Sonneneinstrahlung, wir haben das Salzwasser und die hohe Belastung durch das Wasser. Im Großen und Ganzen hat Flysurfer das wirklich sehr gut in den Griff bekommen und ey, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Bar, der ich zu 100% vertraue. Wir haben damit so gut wie gar keine Reklamation. Wie gesagt, eine Gummierung könnt ihr bei jedem Barholm mal beschädigen oder sowas. Das hat Flysurfer wirklich gut in den Griff bekommen. Mich würde jetzt an dieser Stelle, nachdem ihr hier unten auf den Abonnieren-Button gedrückt habt, damit ihr keins meiner Videos verpasst, interessieren, welche Erfahrungen du mit der Bar gemacht hast. Positive wie auch negative. Hast du dich für die Bar entschieden oder für eine andere Bar? Da ja Flysurfer auch noch eine Infinity Bar kurz nach dem Release der Force Bar auf den Markt gebracht hat, die ich vielleicht in einem anderen Video vorstellen werde. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr von der Bar haltet. Ich würde mich freuen, von euch zu hören und wünsche euch viel Spaß auf dem Wasser.